Geschichten. Die Verkehrspolizisten lachten und beschlagnahmten das Auto einer Frau nur, weil sie arm war. Sie brachte sie dazu, es zu bereuen. Wir stellen Ihnen Virginia vor, eine junge und mutige Krankenschwester, die nach einer Ungerechtigkeit durch Verkehrspolizisten, die sich über ihr einziges Fortbewegungsmittel lustig machten, beschließt, gegen die Korruption vorzugehen. Mit der Unterstützung von Iago, einem unermüdlichen Staatsanwalt, widmen sie sich nicht nur dem Kampf gegen die Ungerechtigkeiten ihrer Stadt, sondern auch der Förderung bedeutender Veränderungen in der Gemeinschaft. Werden sie es schaffen, die Dynamik ihrer kleinen Stadt zu ändern und mehr Gerechtigkeit und Liebe zu fördern? Entdecken Sie diese aufregende Reise jetzt. Wenn Sie unseren Kanal bereits verfolgen und weiterhin mit unseren Videos gerührt werden möchten, bitte erwägen Sie, uns zu unterstützen, indem Sie auf den Gefällt mir-Button klicken. Los geht's zum Video. Virginia, die früh zur Waise wurde und in einer kleinen Stadt aufwuchs, musste den Verlust ihrer Mutter verkraften, die vor etwa 7 Jahren an einer Lungenentzündung starb, und die Trennung von ihrem Vater, der die Familie verließ, als er von der Schwangerschaft erfuhr. In dieser ländlichen Stadt waren die Menschen meist sehr beschäftigt mit ihren Familien, Haushaltsaufgaben oder der Tierpflege und kümmerten sich nicht viel um medizinische Behandlungen. Im Falle ihrer Mutter, als man schließlich die Schwere der Situation erkannte, wurde sie ins regionale Krankenhaus gebracht, wo sie eine trostlose Diagnose erhielt, Lungenödem. Nach einiger Zeit verstarb sie, und Virginia blieb nur mit ihren Großeltern zurück, die bereits alt waren und kaum für sich selbst sorgen konnten. Plötzlich mussten sie sich mit dieser Traurigkeit auseinandersetzen. Die kleine Virginia weinte jede Nacht, unfähig, diesen schrecklichen Verlust zu akzeptieren. Dieses traurige Ereignis zwang das Mädchen, früh zu reifen. Mit 12 Jahren beschloss sie, Krankenschwester zu werden, damit es keine weiteren Waisen auf der Welt geben würde. Ihre Großeltern, Osvaldo und Lourdes, taten ihr Bestes, um das Nötigste zu bieten: Essen, Schulbücher, Schuhe und Kleidung, die bereits knapp waren mit ihrer kleinen Rente. Virginia ging mit angepassten Kleidern, die von ihrer Mutter stammten, zur Schule. Ihre Klassenkameraden, ebenfalls Schüler einer ländlichen Schule, hatten auch nicht viel Neues zu zeigen und verspotteten das schlecht gekleidete Mädchen, doch sie beachtete es nicht, da sie immer darauf konzentriert war, ausgezeichnete Noten zu bekommen. Ihre besten Freunde wurden die Bücher zu Hause. Ihre Großeltern warteten auf sie und versuchten, etwas Leckeres für sie zuzubereiten, wenn die Enkelin nach Hause kam. Sie tranken zusammen Tee, und während die Kleine ihre Lektionen lernte, bewegten sie sich auf Zehenspitzen durch das Haus. Die nächste Schule lag in der Nachbarstadt. Sie reiste täglich von zu Hause zur Schule, aber die Busse begannen, ihre Fahrten wegen geringem Passagieraufkommen zu reduzieren. Dennoch ließ Virginia sich nicht entmutigen. Wenn der Bus nicht kam, nahm sie eine Mitfahrgelegenheit oder studierte den Stoff des Tages zu Hause, um im Unterricht nicht zurückzufallen. An ihrem 18. Geburtstag überraschte ihr Großvater Osvaldo sie, indem er ihr Geld sorgfältig in ein Taschentuch gewickelt gab. Gib dieses Geld nicht für Kleidung aus, Virginia, melde dich besser in der Fahrschule an. Virginia war schockiert über die Überraschung. Bist du verrückt, Opa? Habt ihr beide den Verstand verloren? Bewahrt dieses Geld für etwas Nützliches auf. Eine Fahrschule? Wir werden niemals ein Auto kaufen können, antwortete sie. Aber ihre Großmutter Lourdes schlug auf den Tisch und sagte, warum kaufen, wenn ein alter Käfer in der Garage steht? Ich weiß, er ist nicht so gut wie ein neuer. Aber dein Großvater benutzt ihn nicht mehr, er entstaubt ihn nur. Hier ist dein Auto. Bald wirst du zur Universität gehen und musst häufiger in die Stadt.
Also machte Virginia ihren Führerschein und begann, selbstständig in die Stadt zu fahren. Der alte Käfer versagte nie, lief wie eine gut eingestellte Uhr, und wenn es eine Panne gab, reparierte ihr Großvater sie sofort. Mit der Zeit gewöhnte sie sich an die neugierigen Blicke anderer Fahrer, die in einem so alten Auto unterwegs waren, aber es kümmerte sie nicht mehr. Mit viel Mühe bestand sie die Aufnahmeprüfung in der Krankenpflegeschule und bemühte sich immer, eine der Besten ihrer Klasse zu sein. Als Virginia ihr Studium abschloss, bekam sie eine Stelle im regionalen Krankenhaus in der Kardiologieabteilung. Viele Patienten mit Herzproblemen wurden dort häufig eingeliefert, und sie behandelte sie mit Ruhe und Kompetenz. Bald wurde ihr alter Käfer in der Region bekannt. Die Leute erkannten ihn von weitem und sagten lächelnd, während die kleine Maschine vorbeifuhr, "Da geht unsere Virginia. Gott segne sie." Um glücklich zu sein, braucht man sehr wenig, eine Arbeit, die Freude bringt, und ein ruhiges Zuhause. Mit dem Job, den sie liebte, und ihren gesunden Liebsten betrachtete sich Virginia als absolut glücklich. Eines Morgens wie gewohnt stieg Virginia in ihren Käfer und fuhr in die Stadt. Sie fuhr geschickt, beschleunigte sanft, um ihr altes Eisenpferd, wie sie ihr Auto nannte, nicht zu strapazieren. Als ein entgegenkommender Autofahrer die Scheinwerfer blinken ließ, machte sie sich keine Sorgen, denn ihre Papiere waren in Ordnung und sie hielt sich an das Geschwindigkeitslimit. Jedoch plötzlich winkte ein Verkehrspolizist und signalierte ihr, anzuhalten. Virginia folgte prompt der Anweisung des Polizisten, einem jungen Leutnant, der sich vorstellte und ihre Papiere verlangte, die sie ohne Einwände übergab. Während der Beamte die Zulassungsbescheinigung des kleinen Autos überprüfte, inspizierten seine Kollegen den Käfer mit einem spöttischen Lächeln. Sie versuchte, das sorglose Verhalten der jungen Männer zu ignorieren, aber ihre Nervosität stieg, da sie befürchtete, zu spät zur Arbeit zu kommen. Die Polizisten schienen jedoch nicht bereit, sie so einfach gehen zu lassen. Was als schlechter Scherz für Virginia begann, nahm eine ernste Wendung. Warum sind die Reifen abgefahren? Wo ist der Feuerlöscher und der Erste-Hilfe-Kasten? Warum ist die Motornummer nicht sichtbar? Haben Sie eine Versicherung? Sie bewahrte ihre Fassung und blieb ruhig, antwortete präzise und detailliert auf alle Fragen. Es wurde klar, dass die Beamten Tränen oder einen Wutausbruch erwarteten, denn es war üblich, dass sie junge Mädchen in irregulären Autos anhielten und diese aus Angst letztendlich ihre letzten Münzen gaben, um in Ruhe gelassen zu werden. Aber Virginia ließ sich nicht einschüchtern. "Genug der Spielchen, Fräulein", sagte einer der Polizisten und änderte seinen Ton. Es wurde registriert, dass sie das andere Fahrzeug überholt haben, indem sie die durchgezogene Linie überquerten. Virginia verlor fast ihre Fassung vor Überraschung und Empörung. "Ich überhole in einem alten Käfer wie diesem? Ist das Ihr Ernst?" Zusammengefasst, nachdem sie weiterhin über das Auto lachten und etwas behaupteten, das nicht passiert war, sagten sie, "Virginia, wir sind gezwungen, Ihren Führerschein und das Auto zu beschlagnahmen." Sie konfiszierten alles. Die Polizisten schauten sie an, aber sie erwarteten nicht ihre Reaktion. Virginia stieg mit einem unabhängigen Lächeln aus dem Auto aus und antwortete, "Bitte, nehmen Sie es." Sie schlug die Autotür zu und ging mit Klasse und Entschlossenheit die Straße entlang in Richtung Stadt, als ob sie das nicht erschüttert hätte. Während Virginia traurig die Straße entlang ging, nach der ungerechten Beschlagnahme ihres Autos, verbarg sie ihren Kummer, doch ihr Herz war schwer. Nicht nur wegen des materiellen Verlusts, sondern auch wegen des Gefühls der Machtlosigkeit angesichts der grassierenden Korruption. Die Einsamkeit der Straße und das Gewicht ihrer Schritte spiegelten die Schwere dessen wider, was sie täglich ertragen musste. Doch wie eine Flamme, die sich weigerte,
vom Band gelöscht zu werden, verstärkte sich ihre Entschlossenheit, gegen die Widrigkeiten zu kämpfen. Jeder Schritt in Richtung Stadt erinnerte sie daran, dass trotz der Herausforderungen ihre Reise noch lange nicht zu Ende war. Wenige Minuten später hielt ein vorbeifahrender Autofahrer an, nachdem er die junge Frau weinen sah, und bot Hilfe an. Aus Angst und noch weit entfernt von der Stadt beschloss sie, die Hilfe des jungen Mannes anzunehmen. Nachdem er hörte, was passiert war, fluchte er solidarisch: "So sind korrupte Polizisten, sie tun das bei der Arbeit und denken, es ist normal." Natürlich kam Virginia zu spät zur Arbeit und wurde von ihrem strengen Chef, einem ehemaligen Militärarzt mit Erfahrung in Konfliktzonen, zurechtgewiesen. Er war streng und duldete keine Nachlässigkeit in seiner Abteilung. Die Ungerechtigkeit erdrückte Virginia, die für ihre Integrität bekannt war. Der Chef, obwohl er sie zunächst tadelte, begrüßte sie immer freundlich. Doch plötzlich begann ein älterer Herr, der das Krankenhaus betrat, sich unwohl zu fühlen, hielt sich das Herz und verlor das Bewusstsein. Virginia erkannte, dass jede Sekunde zählte. Es gab keine Zeit, auf die bereits im Dienst befindlichen Ärzte zu warten. Sie, die gerade das Krankenhaus betreten hatte und sich noch umziehen musste, um mit der Arbeit zu beginnen, näherte sich schnell dem älteren Mann und begann mit einer indirekten Herzmassage. Wenige Sekunden später begann der ältere Mann wieder zu atmen. Virginia wischte sich den Schweiß von der Stirn und lächelte zum ersten Mal an diesem Tag aufrichtig und glücklich. Noch am selben Abend vergaß der Abteilungsleiter die Morgenzurechtweisung, umarmte die junge Frau und sagte: "Du hast Menschen aus einer anderen Welt professionell und schnell zurückgebracht. Du hast sehr klug gehandelt." Nach dem Lob blühte Virginia auf wie eine Blume. Es war nicht jeden Tag, dass ein ehemaliger Soldat solche Worte aussprach, und sicherlich tat er das nicht bei allen Untergebenen. In der nächsten Schicht machte Virginia ihre übliche Routine, als sie den älteren Herrn wieder sah, den sie am Morgen geholfen hatte, und an seinem Bett stand ein kräftiger junger Mann in formeller Uniform. "Hallo, Doktorin Virginia. Das ist Iago, mein Enkel, ein ernster Mann, der in der Staatsanwaltschaft arbeitet", sagte der Herr mit einem sehr dankbaren Lächeln. Dann wandte er sich an Iago und sagte: "Mein Enkel, das ist Virginia, mein Schutzengel. Sie hat mich heute früh gerettet. Sie ist das Mädchen, von dem ich dir erzählt habe." Iago dankte Virginia aufrichtig, und sie lächelte etwas verlegen. Die bescheidene Krankenschwester beschloss, die Verwandten nicht zu stören und zog sich leise zurück. Iago erreichte sie im Flur. "Virginia, können wir uns besser kennenlernen?" "Ich kann dich nach Hause begleiten", sagte der junge Mann direkt und zeigte Interesse an ihr. Etwas überrascht versuchte sie zu zögern. "Ich wohne nicht in der Stadt, ich habe kein Auto, also habe ich vor, mit dem Bus nach Hause zu fahren, aber danke für deine Fürsorge", sagte sie etwas verlegen über die Situation. "Kein Problem. Ich bringe dich überall hin", sagte er, entschlossen, mehr über dieses bezaubernde Mädchen zu erfahren. Erschöpft von diesem schwierigen Tag und überzeugt von der Aufrichtigkeit des jungen Mannes, beschloss sie, sein Angebot anzunehmen, sie nach Hause zu fahren. An diesem Tag begann für Virginia ein neues Kapitel. Das Gespräch im Auto war ein Balsam für ihre frischen Wunden. Iago hörte aufmerksam zu, sein Blick verriet tiefes Verständnis für den Schmerz des anderen. Er bot nicht nur eine Mitfahrgelegenheit an, er bot Hoffnung an, eine menschliche Verbindung, die Virginia in diesem Moment so dringend benötigte. Da erkannte sie, dass Güte immer noch existierte und manchmal gerade dann erschien, wenn man sie am wenigsten erwartet, aber am meisten braucht. Iago fragte sie sanft über ihr Leben und ihre Arbeit aus. Als er erfuhr, dass Virginia täglich zum Krankenhaus reiste, war er überrascht,
Das muss schwer sein ohne ein Auto. Virginia antwortete, ich hatte ein Auto, sie würden es nicht glauben, einen Käfer, aber die Polizisten haben alles genommen, sowohl das Auto als auch den Führerschein, und das ohne Grund. Iago runzelte die Stirn und sagte, Virginia, erzähl mir mehr darüber. Sie berichtete alles, ohne Details auszulassen. Am Ende der Geschichte versprach Iago, die Angelegenheit zu untersuchen und die skrupellosen Polizisten zu bestrafen. Sie tauschten Telefonnummern aus und verabschiedeten sich an der Gartentür von Virginias Haus als gute Freunde, während die Großeltern die Szene durch das Fenster beobachteten. Die Verbindung zwischen Virginia und Iago wuchs schnell, genährt durch häufige Treffen und lange Gespräche über alles, was sie mochten. Sie teilten Träume, Lachen und vor allem ein sich vertiefendes gegenseitiges Verständnis. Die Empathie von Iago für Virginia war ein Spiegelbild seines eigenen aufrichtigen und gerechten Charakters, Eigenschaften, die sie bezauberten und ihr Sicherheit gaben. Gemeinsam stellten sie sich den Herausforderungen des Lebens, groß und klein, mit einer Widerstandsfähigkeit, die nur wahre Liebe inspirieren konnte. Als Virginia ins Haus ging, zogen sie sich schnell zurück, beide wurden bis zu den Ohrenspitzen rot. Die Enkelin lächelte, es ist nicht gut zu spionieren. In einem Anfall von Emotion umarmte und küsste sie sie, dann rannte sie nach draußen. Einige Zeit später erfuhr Virginia, dass ein Verfahren gegen die Polizisten, nun Ex-Polizisten, eröffnet worden war. Sie persönlich gaben ihre Dokumente und das Auto mit einer Entschuldigung zurück. Es wurde klar, dass Virginia nicht das erste Opfer der Gier und des Zynismus der uniformierten Werwölfe war, die nicht nur arme Menschen ihres letzten Lebensunterhalts beraubten und Gesetze verspotteten, sondern auch der seltsamen Theorie folgten, dass, wenn eine Person es toleriert, sie unendlich gedemütigt werden sollte, bis sie lernt, sich zu wehren. Die frechen Jungen wurden festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt. Iago, der sich auf den ersten Blick in sie verliebt hatte, begann, Virginia zu besuchen. Er kam immer zu ihrer Arbeit und auch zu ihrem Zuhause. Er war beeindruckt, wie Güte und Integrität harmonisch in einer Person koexistieren konnten. Virginia bemerkte die Leidenschaft in seinem Blick und verstand seine Gefühle. Im Krankenhaus, während Virginia arbeitete, konnte sie nicht umhin, darüber nachzudenken, wie zerbrechlich die Fäden waren, die das Leben der Menschen um sie herum webten. Jeder Patient, den sie behandelte, brachte eine Lebensgeschichte, einen Kampf, eine Hoffnung mit. Das ließ sie erkennen, dass ihre eigenen Prüfungen Teil eines viel größeren Gewebes menschlicher Erfahrungen waren. Sie sah ihre Mission nicht nur als Krankenschwester, sondern als Bewahrerin dieser Geschichten, als Verteidigerin des Lebens gegen die Schatten von Krankheit und Ungleichheit. Sie wartete darauf, dass der junge Mann die wichtigsten Worte aussprach. Einige Wochen später gestand er endlich seine Liebe, und dann beschlossen sie zu heiraten, zur großen Freude von Virginias Großeltern, die sofort das Paar feierten. Sie diskutierten ein wenig darüber, wo die Hochzeit stattfinden sollte, ob in einem eleganten Restaurant in der Stadt oder im Freien auf dem Land, während Lourdes still weinte und sich für ihre Enkelin freute. In den Tagen nach der Hochzeit begannen Virginia und Iago, die Fäden des täglichen Lebens gemeinsam zu weben. Zwischen Krankenhausbesuchen und Fällen in der Staatsanwaltschaft fanden sie Zeit für kleine Freuden, wie gemeinsames Kochen oder lange Spaziergänge bei Sonnenuntergang. Während eines dieser Spaziergänge teilte Virginia mit Iago ihre Träume, die Gesundheitsdienste in ihrer kleinen Heimatstadt zu erweitern, vielleicht sogar eine kleine Klinik zu gründen. Iago, immer ihr größter Förderer, hörte aufmerksam zu und dachte bereits darüber nach, wie er helfen könnte, diesen Traum in die Realität umzusetzen. Diese einfachen Momente, obwohl klein, stärkten die Bindungen zwischen ihnen und schufen eine Intimität,
die nur das gemeinsame Leben bieten konnte. Virginia fühlte sich dankbar für jeden Tag an der Seite von Iago, indem sie nicht nur einen Ehemann, sondern einen wahren Partner auf der Lebensreise sah. Im Herbst feierten die Jugendlichen eine üppige Hochzeit im ländlichen Stil mit langen Tischen im Freien, wie es Brauch bei Hochzeiten war. Es war eine lebhafte Feier, die die ganze Stadt zusammenbrachte. Der Kontrast zwischen der rustikalen Einfachheit des Landlebens und der Eleganz der Vorbereitungen schuf eine wunderschöne Kulisse, die ihre bescheidenen Wurzeln und ihre vielversprechende Zukunft feierte. Lachen und Musik erfüllten die Luft, während die strahlenden Gesichter von Virginias Großeltern mit Stolz und Freude leuchteten. Es war ein Zeugnis der Kraft von Liebe und Gemeinschaft, einen gewöhnlichen Tag in einen Moment reinen Glücks zu verwandeln. Die Großeltern riefen fröhlich, Liebe hoch das Brautpaar, und der Großvater Iago, beim Gratulieren seines Enkels, sprach laut, dass er nicht umsonst 7 Jahrzehnte gelebt hatte, weil er dem Jungen die beste Braut der Welt ausgesucht hatte. Nach der Hochzeit verlief das Leben von Virginia und Iago so sanft wie ein Fluss, der endlich seinen Weg zum Meer findet. Sie arbeiteten zusammen, nicht nur um ein Familienleben aufzubauen, sondern auch, um der Gemeinschaft zu helfen. Iago nutzte seine Position in der Staatsanwaltschaft, um Korruption zu bekämpfen, während Virginia sich noch mehr dem Krankenhaus widmete, immer mit der Idee, dass jeder Tag eine Gelegenheit war, einen Unterschied zu machen. Sie besprachen Pläne, setzten Ziele und begannen, den Traum von der Klinik in die Tat umzusetzen. Sie banden die ganze kleine Stadt ein, suchten lokale und regionale Unterstützung. Die Idee, etwas so Bedeutendes gemeinsam zu tun, begeisterte sie nicht nur, sondern bestätigte auch ihr Engagement für ihre Lebensmission, Menschen zu helfen. Das Projekt der Klinik begann einige Wochen später mit der Hilfe von Spenden und staatlicher Unterstützung, die Iago durch seine Kontakte erleichtern konnte, Gestalt anzunehmen. Virginia stand im Zentrum von allem, führte mit Leidenschaft und Hingabe. Sie wusste, dass jeder Aufwand, den sie machte, nicht nur für sie war, sondern für alle Menschen, die durch einen einfacheren Zugang zu medizinischer Versorgung eine bessere Lebensqualität haben könnten. Die Klinik würde nicht nur ein Arbeitsplatz sein, sondern ein Symbol der Hoffnung und Heilung für diese kleine, vergessene Stadt. Die Eröffnung der Klinik war ein Tag der Feier, nicht nur für Virginia und Iago, sondern für alle auf dem Land. Kinder liefen fröhlich herum, während die Erwachsenen ihre Dankbarkeit ausdrückten. Virginia blickte umher, ihre Augen glänzten voller Tränen des Glücks. Iago stand an ihrer Seite, hielt ihre Hand fest und teilte den Stolz seiner Frau. Dieser Tag markierte mehr als nur die Eröffnung eines Gebäudes, er symbolisierte auch die Verwirklichung eines Traumes und das Versprechen einer besseren Zukunft für alle. Sie wurden zu einem Symbol der Hoffnung und Integrität in der Region und bewiesen, dass mit Liebe und Hingabe eine Veränderung der Welt um uns herum möglich ist. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Haben Sie jemals eine Situation erlebt, in der Sie gegen Ungerechtigkeit kämpfen mussten, wie Virginia? Hatten Sie jemals einen Schutzengel in Ihrem Leben? Erzählt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.